Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, ihr seht schon, hier sind wieder viele Menschen unterwegs auf unserem Flughafen. Insgesamt befinden sich 870 Passagiere auf unserem Flughafen und warten darauf, dass sie wohin kommen. Und hier scheint irgendwie Gepäck auf 60 irgendwie was. Was? Ein Passagier kann nicht einchecken. Stellen Sie sicher, dass Check-in-Schalter nicht durch Wände und Zonen blockiert werden. Wo denn? Ist doch alles gut. Also teilweise sind die Fehler noch ein bisschen weird, würde ich sagen. Aber ja. Wird schon noch. Ich denke irgendwie unsere Arbeitsbereiche, die sind ein bisschen voll. Oder? Nö, es geht eigentlich. Dann kümmern wir uns nochmal um den neuen Terminal-Abteil. Wir haben hier einen Ladenbereich und einen Ladenbereich. Obwohl, das hier ist gleich kein Ladenbereich, sondern das ist ein... für Pizza oder alles andere. Schauen wir, was wir hier einladen können. Ein Crane's Burger, das könnten wir hinstellen. Ein Herd, 4 Stühle, 2 Tische, eine Kaffeebar. Oder was ganz im Bierbier ginge noch. Du gehst nicht und Cooper geht auch nicht. Also ich sehe für das Bierbier hier mit den 4 Kühlregalen und eine Kaffeebar. Schauen wir doch mal. Kühlregale. Die gehen doch alle auf die Rückwand. Und er will eine Kaffeebar. Das ist die Frage, wie rum zur Hölle steht das Ding? So. Dann bauen wir das mal. Bevor wir jetzt anfangen, das Ganze umzudrehen. Weil es wird ja gleich mal passieren. Müssen wir jetzt mal hier den Planungsmodus umschalten. Und diese Planung hier ausschalten. Hier kommt kein Terminal hin. Weil hier brauchen wir Straße. Gut. Dann gehen wir wieder aus dem Planungsmodus umschalten. Und gehen wieder in unsere Flugzeug-Maintenance-Straßen. Die wir ein bisschen durchführen können. So. Und dann schauen wir nach oben. Alles installiert, perfekt. Und dann geht Bielpapier hier und unterzeichnen. Dann freuen sich nicht die Leute hier. Die freuen sich dich doch dann. So, was können wir hier reinbauen? Wir brauchen hier irgendwas relativ Kleines. Einen simplen kleinen Laden. Ein Quickshop. Haben die Sterne mit der Größe zu tun? Kann das sein? Paperplane ist auch riesengroß. Pick and Fly. Das einzige ist dieser Quickshop. Der braucht nur ein Regal und einen Kassenschalter. So. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie rum die richtig stehen, die Dinger. Lass mal kurz gucken. So rum? Scheint so. Ja, so rum stimmt. Aber das hast du in unserem Fall dann.
So hier. Jetzt kriegen die natürlich noch einen schönen Boden. In dem Fall sollen die was haben, was sich relativ leicht reinigen lässt. So. So, soll sich freuen, der kriegt noch mehr Regale rein. An die Wand montiert. Schönes, what the fuck? Es gibt schon komische Regale. So, jetzt geben wir noch die zwei und dann darf er hier anfangen. So, jetzt hat der Laden offen. Oh, da kommt schon der erste. Guck an. Der erste holt sich hier was aus dem Laden ab. Komm, viele werden noch Bock haben. Rüber mit euch. Alter, dieser Verkehr. Wahnsinn. Technischer Defekt. Okay. Ja, das ist ja mittlerweile normal irgendwie, dazwischen noch ein technischer Defekt nur aufkreuzt. Das wird sich schon erledigen. Also irgendwie habe ich hier viel zu viele Sitzplätze, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall scheint es irgendwie so. So, ist das jetzt... Das eine Regal kriegt doch wohl irgendjemand von euch noch hin. Wo sind denn die Deppen? Bauarbeiter. Kollege vom Bau, wo sind's denn? Wie viel sind denn hier mittlerweile schon drin? 125 Verkäufe brauchen wir in dem Fall. Könnte interessant werden. Vertrag unterschreiben für Quickstop. Unterzeichnet. Es gibt doch diese Heatmaps, das interessiert mich jetzt hier. Begehbare Bereiche, Passagiertypen anzeigen. Was heißen die Typen jetzt? Das gibt es da irgendwo so einen Infospot? Oder ist das so eine Art Heatmap? Also viele verbringen ihre Zeit irgendwie hier. Das ist, ja okay, der Bereich ist ein Hotspot, das weiß ich. Jetzt werden die ihre Pläne, genau. Hier ist jetzt ein... Okay, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ist orange und lila viele Leute, blau ein paar Leute wahrscheinlich, oder? Meine Vermutung. Wo ist das Aufkommen aktuell? Natürlich in den Sitzflächen, das ist klar. Sind hier schon viele Leute? Quickstop. 3 von 35. Ich denke mal, die kommen auf ihr Tagesziel sehr bald. Die hier, oh, da bin ich gerade ehrlich beim Fragen. Viele laufen eher in den Quickstop rein. Ich überlege halt, ob wir jetzt dann daraus hier dann einen großen Laden machen. Immerhin ist es dann so der mittlere Bereich hier. Und dann hier einen großen Essensladen, hier zwei große Shops noch. Aber Geld machen wir eh wie bekloppt. Wir können uns jetzt sogar noch den letzten Bereich kaufen. Ja, letzter Bereich gekauft. Wie viel kostet mich nochmal eine große Lande- und Startbahn? Wo ist er denn? Hier. 1 Million. Was, echt? 1 Million? Baukosten 500.000. Warum kostet... Ich wollte gerade sagen, warum kostet die mehr? Alter, 1 Million. Eieieiei. Das ist nicht gut.
Das ist nicht gut. Aber wir werden wahrscheinlich bald den Betrieb mal für kleine Flugzeuge relativ einstellen. Also meine, ich überlege es aktuell, dass wir den kleinen Betrieb einstellen oder separieren. Weil aktuell ist es noch ein bisschen, ja, blöd. Aber ich habe eh für euch noch so eine kleine Überraschung. Ich habe mich jetzt ein bisschen erkundigt und mal geschaut, was man so machen kann, um ein bisschen mehr Platz für Großprojekte zu kriegen. Und das werden wir in der nächsten Folge, dadurch, dass wir jetzt alles freigeschaltet haben, auch machen. Bedeutet, wir werden mehr Platz für Flugzeuge haben. Oh, Maybe Day, super. Und auch noch an einem der ungünstigsten Zeitpunkte. Warte mal, hier ist das frei. Kann dieser Position nicht zugefügt werden? Ist doch ein verspätetes Flugzeug belegt. Wir müssen 30 Minuten. Flug annullieren. Der muss leider gerade umgepachtet werden. Wo ist die Feuerwehr? Müsste die nicht schon ausrücken? Da kommen sie schon. Und übers Flugfeld. Oh, sogar, das ist diesmal sogar eine große Maschine. Das ist natürlich auch interessant. Hatten wir gleich auch, oder? Hatten wir schon? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt habe ich da keinen Plan. Wir machen aber gut Geld, das weiß ich. Mit unseren riesen Kosten, mit den vielen Flügen, die mittlerweile rein und rausgehen, machen wir ein ganz gutes Geld. Also die Zahlen sind auf jeden Fall schöner wie sonst. Das muss man lassen. Wie viel kostet denn so eine... Ah, 500.000. Und wie viel kosten die kleinen? 200.000 für so ein kleines, mickriges Ding. Ja, das wird ja noch was. So, jetzt musst du hier lang fahren. Was ich jetzt gerne machen würde, einfach mal zum Test. Wir können ja hier Runway bauen. Ich füge den kompletten restlichen Bereich hier hinzu. Bei großen Flughäfen ist es ja auch oft so, dass da mehr dann verbaut ist. So. Setzen wir mal das Ganze auf und dann können wir hier so einen Schweifer machen. Auch noch. Also das mit dem Gepäck ist gerade irgendwie nicht lustig. Alles Müll. Wo sind unsere Pommes das schon wieder? Ich sehe noch keine. Ah, da kommt eine Baumarotte hier. Da kommen sie dahergeschossen aus dem Terminal. Hups. Aber jetzt haben wir diesen riesigen. Alter. Ah, da fahren sie drüber. Weiß, kannst du, oder was ich mal gleich gemerkt habe, ist, du kannst hier so schräg rüber verbinden. Ist vielleicht nicht unbedingt so deep. Was ist, wenn wir hier sagen, schräg rüber. Hier sagen, schräg rüber. Jetzt steht der zum Beispiel hier. Er steht hier und die kommen voneinander vorbei. Ist doch mega gut. Dadurch ist ein bisschen mehr Mobilität hier drin.
Das ist echt ein bisschen. Dadurch kann halt hier. Je nachdem, wie es ist, kann das Flugzeug ausweichen. Und herausfinden, was bester Weg ist. Jetzt kann hier abgebogen werden, Airbag hier ab. Die kommen schön aneinander vorbei. Das ist eine schöne Variante. Das ist eine schöne Weihnachtsstory. So, bloß fehlen wir schon wieder Bauarbeiter. Was mit den letzten Panels? Ah, da kommen sie schon. Ich beschwere mich immer und dann zack, tauchen sie auf, wie die kleinen Heinzelmännchen. Der Wahnsinn. Ah, die kleinen Heinzelmännchen haben jetzt noch... Ah, nee, das sollten wir auch lassen. Weil da kommt ja noch ein bisschen mehr Platz dazu. Also werden wir beim nächsten Mal hier einen neuen Zaun ziehen müssen, weil da wird sich der ganze Randbereich verändern. Wolken ziehen auf, sagt er. Morgen kühl bei 1,6 Grad. Sicherheitspersonal Patrouillen. Vielleicht sollten wir mal von hier bis zum obersten Bereich. Patrouille speichern. Bin mal gespannt, wenn ich hier den ersten Polizisten sehe. Flughafenpolizeipatrouille. Ist das jetzt ein Polizist? Ne, Boarding Pass, okay. Wie schaut es mit euch mittlerweile aus? Ziel wurde noch nicht erfüllt, wurde auch noch nicht erfüllt, okay. Interessant. Interesting. So, die Anschlüsse stehen, bedeutet, wir können anfangen, die anderen Terminals zu aktivieren. Wie viel haben wir gerade? Komm, wir warten noch kurz für die zwei. Dann bauen wir zwei neue Terminals. Müsste der hier gewesen sein. Geplante Objekte. Erstmal als erstes. Okay, warte mal lieber nicht. Ich weiß nicht. Ich muss ja uns kaufen. Das darf man nicht vergessen. Ich muss ja hier auch noch den ganzen Blödsinn anbauen. Und ankaufen. Das könnte noch relativ lustig werden. Wenn man legt, dass jetzt hier dann 20 mittlere Flugzeuge landen können. Alter, was ist. Da müssen wir jetzt echt was dran machen. Eine Katastrophe. Hätte ich nicht letztes Mal schon gesagt. Aber erstmal der Terminal hier. Alter, bis der gebaut ist, habe ich wieder Geld drin. Da kommen die ersten schon. Die ersten Heinzelmännchen. Oh, ich bin im Minus. Hups. Hupsi. Ah, da kommt das Geld schon wieder rein, schauen. Alles wieder im grünen Bereich. Das wird schon passen. Jetzt haben wir hier den hier. Dann geben wir dem hier jetzt noch Verbesserungen. Wie viel kostet die Gastbrücke? 20.000. Was? Oh mein Gott. Das Ding ist falsch rum platziert. Oh mein Gott. Wie kriege ich denn jetzt weg hier? Abreißen, ja. Oh mein Gott, war das... Alter, das ist dumme Mission. Wie viel kostet das? Mich interessiert erstens... Holy shit. Was für Panzerflugzeuge sollen denn hier landen? Das wird nochmal eine ganz andere Situation dann.
aber erstmal ihr hier. Die bauen es trotzdem auf. Ey, Leute, ich habe nicht gesagt abbauen. Das war ein Versehen. Also als erstes. Brauchen wir bitte eine Maintenance-Straße hier. Und die kann... Dann könnt ihr mir bitte hier das wieder hinzufügen, sonst können wir das nachher nicht einbauen. Genau, und dann kommt hier nochmal ein neuer Parking-Spot dazu. Aber jetzt habe ich nicht genug Geld. Weil ich kriege dafür das Geld nicht zurück. Das ist natürlich scheiße. Oh, das war ein idiotischer Move. Das war ein richtig idiotischer Move. Ach, das ist zum Beispiel vorteilhaft jetzt, weil jetzt können kleine Flugzeuge hier warten und die großen kommen trotzdem auf ihre Startbahn. Das verbessert den Betrieb. So. Jetzt hätte ich bitte gerne noch dich hier. Und dann muss ich hier für 20.000 nochmal eine Fluggastbrücke kaufen. Am besten möglich. Jetzt läuft gut. Also mache ich erstmal auf Pause und dann tummel. Gleich verbinden. Sieht das schon mal erledigt? Wollen wir Kohle? Bring mir Geld. Ganz viel schönes Geld. Jetzt muss ich bloß erstmal schauen, dass ich die Schulden wieder reinkriege, die ich jetzt gerade verursacht habe. Ah, bis zum nächsten Mal muss ich eindeutig ein bisschen einfach laufen lassen wieder, damit wir richtig schön Geld haben. Also kannst du ja nicht arbeiten. Genau das. Nein, so nicht. Lukas Botke, ich will die haben. Dankeschön. Jetzt haben wir eine Fluggast. Können wir eins nach oben gehen? Jetzt muss ich das ja komplett anders planen, weil jetzt ist ja auch der... Das kann ich nicht einfach machen, aber ich mache jetzt trotzdem mal. Der Versuch ist es jetzt, das ganze Standardzeug zu nehmen. Also dich hier umzudrehen. Wem habe ich immer mehr gegeben? Dem Ausgang. Gut. Ist jetzt halt hier komplett umgedreht wieder. Jetzt sind die natürlich nicht schön so aufgereiht wie die anderen. Aber was du machen? Ah, dich muss ich noch zum Kollegen hier verbinden. Das heißt, die Startbahn nicht verbunden. Ich habe denen auch keine Start- und Landebahn verbunden. Das finden die automatisch. Ah, warte mal. Vielleicht sollte man dafür... schauen, dass man das hier hinkriegt. Ahaha. Gut, jetzt sollten die... Ah, nee, du auch nicht. Bist ja auch noch nicht verbunden. Jetzt aber. Startlandebahn ist verbunden. Muss nur noch der Terminal. Und dann können wir die schon öffnen und dann sind die auch ready to use. So soll das gehen. Und wenn wir jetzt auf den Flugplan schauen, dann sollten die zwei neuen
noch nicht verwendet werden, aber hoffentlich die Tage. Ja, da sind schon die ersten Flüge. Ich glaube, langsam kommen wir jetzt dann auch auf die Ausreizung unserer Pläne. Also sind gut. Ja, hier. Aktive Flüge 40, 40, 40, 40, 45. Der hat noch ein bisschen was übrig, wie es scheint. Und der hier auch. Das kriegen wir schon noch hin. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn unser Flugzeug wirklich XXL Platz hat. Also, bis dann. Ciao.